Im Silicon Valley dominiert mittlerweile wieder der Überschwang, was sich nicht zuletzt auch an der US-Technologiebörse Nasdaq widerspiegelt. Diese nähert sich mittlerweile wieder in Richtung der 5000-Punkte-Marke. Ob wir tatsächlich vielleicht schon eine Blasenbildung sehen, genau darüber wollen wir heute sprechen mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, ich habe es schon angesprochen, die US-Technologiebörse Nasdaq nähert sich mittlerweile wieder der 5000er-Punkte-Marke. Sehen wir aktuell tatsächlich eine Blasenbildung im Silicon Valley, wie der ein oder andere Beobachter bereits befürchtet? Man sollte hier ganz, ganz stark differenzieren. Zunächst einmal, es sind die runden Zahlen, die uns jetzt vor Augen geführt werden. Das All-Time-High am 10. März 2000, also vor circa 15 Jahren. Und wenn wir nur kurz zurückdenken, wir waren im März 2009 bei circa 1300 im Nasdaq Composite Index. Und wenn man jetzt sieht, 4950 werden momentan aufgerufen. Da kann man natürlich schon sagen, innerhalb von 6 Jahren eine solche Performance über den gesamten Index hinweg. Das ist natürlich schon fast unglaublich, was es da zu verdienen gab. Aber wenn man mal etwas genauer hineinschaut, was den Nasdaq Composite Index ausmacht, sprich die 10 am meisten kapitalisierten Werte, dann muss man hier feststellen, von den Werten, die damals im Jahre 2000 im Composite waren und die heute drin sind, ist letztendlich nur noch Microsoft und Intel übrig geblieben. Und gerade diese zwei Werte haben momentan eine KGV-Basis von circa 15, 16. Damals im Jahre 2000 hatten wir bei den Unternehmen, die da mit dabei waren, so Namen wie eine Yahoo war hier noch mit dabei, da hatten wir teilweise KGVs, die dreistellig waren oder im hohen zweistelligen Bereich, während wie gesagt momentan die 10 Top-Werte alle in einer Range zwischen 15 und 17 sind. Einzig zwei Ausnahmen, Amazon und Facebook, beide mit dabei. Sie haben astronomisch hohe Bewertungen, aber für den Rest muss man wirklich sagen, für die großen Werte, das sieht nicht unbedingt überteuert aus, das ist relativ solide. Die Unternehmen verdienen ein unglaubliches Geld. Und was noch dazu kommt, inzwischen sind selbst solche Unternehmen wie eine Intel, wie eine Microsoft, wie eine Cisco System echte Dividendenträger. Und insofern, wenn man nur die Bewertung anschaut, da scheint es doch noch etwas Luft zu haben. Kritiker bemerken jedoch, dass es auch Parallelen zu 1999 und dem anschließenden Platzen der Dotcom-Blase gibt. Vergleichsweise junge Unternehmen wie Snapchat. Für diese hat Google jüngst 4 Milliarden US-Dollar geboten. Das Unternehmen hat noch keine Einnahmen und war Anfang 2013 mit knapp 70 Millionen US-Dollar bewertet. Das sieht doch am Ende des Tages nicht wirklich gesund aus. Bei solchen Unternehmen, davon gibt es noch einige, wir haben vor allem davon gehört vom Taxidienst Uber, mit dem auch schon sehr viele in Berührung letztendlich gekommen sind. Es sind völlig neue Geschäftsmodelle, die wir noch nicht hatten. Klar, auch diese Story kennen wir schon. Nicht über Zahlen nachdenken, nicht über Geschäftszahlen, sondern allein die Zukunft zählt. Bei diesen Unternehmen scheint mir das auch wieder etwas letztendlich mit hineinzuspielen. Hier läuft wieder eine ganz, ganze Menge heißes Geld und man sollte bitte beides beobachten, weil wie gesagt, auf der einen Seite das eine doch noch ganz, ganz solide, aber solche Namen ganz, ganz klar, das scheint der Beginn zu sein, das Ü-Tüpfelchen, dass wir doch langsam jetzt heiß laufen und es Zeit für eine Konsolidierung wird. Aber wie gesagt, tiefe Zinsen, mangelnde Anlagealternativen, das macht das natürlich möglich. Schauen wir zu guter Letzt noch auf den US-Gesamtmarkt. Hier ist aktuell nicht allzu viel Bewegung drin. Nein, die Märkte sind sehr, sehr ruhig, aber vor dem Hintergrund der Steigerungen, die wir jetzt bereits hatten, der Dow Jones aktuell im Februar alleine plus 6% letztendlich zugelegt, den S&P, den ich mir am allergernsten eigentlich anschaue, ein neues All-Time-High nach dem anderen und das nach so einer Bewegung, eine so schmale Konsolidierung letztendlich, eine wirklich perfekte Story. Die Charts, sie sehen gut aus, noch keine Eintrübung, noch kein Überschwang, da muss man ganz, ganz klar sagen, das könnte durchaus noch weitergehen. Der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr schön.